Juhu, Sims 4 Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 4. Heute ist der Tag des Geburtstags. Heute hat Mio Geburtstag. Zumindest haben wir das so beschlossen, denn wir feiern heute einfach eiskalt eine Geburtstagsparty. Oh ja, die wird super, Mann. Ich backe einen Kuchen, auch wenn ich das nicht kann. Und dann pustet ihr die Kerzen aus und essen wir alle Kuchen und... Ach, das wird super. Und wie sollen wir überhaupt alles einladen? Ich möchte deswegen auch meine Eltern einladen, weil ich habe denen von unserer Beziehung natürlich auch erzählt, aber sie sind auch extra angereist wie er und in die Stadt und haben gedacht, ja, Mann, ich möchte mal meine Sohn sehen und die Schwiegersohn. Cool, deine Eltern haben kein Problem damit, dass wir, weil meine Eltern mögen... Das, also ich habe denen mal geschrieben und sie haben nie zurückgeschrieben. Ja, kein Problem. Meine Mama ist voll cool und mein Papa ist auch voll cool und die haben sicherlich kein Problem. Nicht wahr? Aber wenn wir überhaupt noch eines einladen sollten, also zum Beispiel ist ja eigentlich ja Leo auch noch ein Teil von Mios Leben, sollten wir ihn einladen zum Geburtstag? Ich weiß nicht, das könnte... Also ich meine, für Yuki ist das unangenehm vielleicht, aber meine gehört ja schon dazu. Wäre ja irgendwie komisch. Ich meine, Mio ist ja auch mit ihm aufgewachsen, ne? Richtig. Okay, müsst es jetzt nicht 15 Uhr. 15 Uhr, das ist doch super. Thorsten, du fängst jetzt an. Du machst das jetzt. Du machst gesellschaftliches Ereignisplan. So, und unsere Jungs kommen jetzt von der Schule wieder. Und Luftballons zum Dekorieren bekommt man erst, wenn man den Geburtstag mit 100% Gold und so abschließt. Zufriedenstellende Leistung. Okay, dann muss er noch ein bisschen an sich arbeiten. Hausparty. Nee. Geburtstagsparty. Gäste und Geburtstagskinder. Mio ist das Geburtstagskind. Gäste. Natürlich unsere Familie. Jacob ist der Freund von Sarah. Der gehört einfach auch mit dazu. Dann laden wir ein Marvin natürlich. Charles Miaunas. Opa und Oma und Tante. Und Maui und Chloe. Ist auch super, hat gleich eine Teenager-Freundin. Leo gehört halt nun mal auch zur Familie. Wir können nicht einfach ohne Leo geht das nicht. Oh, Sam sollten wir nicht einladen. Das gibt nur Gruppenkeile. Caterer, Mixer, Entertainer eigentlich nein, weil. Erstens haben wir dann noch mehr Sims drin. Das sind jetzt 14 Sims im gesamten Haus. Wird richtig krass. Nee, das machen wir hier bei uns. Richtig schön Geburtstagsparty hier bei uns feiern. So, Gruppenmahlzeit zubereiten. Okay, also Thorsten, du hast gesagt, du machst den Kuchen. Dann gehst du jetzt den Kuchen backen. Und zwar, oh, Schokokuchen. Du machst einen schönen Schokokuchen. Ja, spontan umgezogen in schicke Abendklamotten. Outfit ändern auch hier in Partykleidung, bitte. Auch du kannst dein Outfit ändern in Partykleidung. Oh Mann, dein Kleid sieht voll schön aus. Das hat bestimmt viel Geld gekostet. Aber ich kann es gar nicht abwarten, du, ey, Geburtstag feiern. Ich meine, irgendwann haben wir auch mal Geburtstag, dann werden wir voll alt. Naja, nicht, dass das schlimm wäre. Meine Sonne, schön, dass du mich hast eingeladen. Oh, gute Musik hier. Okay, das ist super cool. Das bedeutet, wir können mal hier freundlich vorstellen und auch du kannst kennenlernen und... Da sind echt schon die Gäste am Kommen hier, wie wild. Das ist Marvin. Ich heiße Marvin. Hey, Mann, du. Ich meinte natürlich, hey, du machst ja den Kuchen, ey. Das ist ja super. Ja, natürlich mache ich den Kuchen. Mann, dass du so viele Kinder auf einmal kriegst. Unglaublich. Schönes Haus, das du jetzt hier hast. Unglaublich. Ey, was alles passiert ist, seitdem ich ausgezogen bin und geheiratet habe und all sowas. Mensch, Gratulation, muss ich ja sagen. Das ist cool hier. Dafür, dass du eigentlich keine Fliegen mochtest. Erstaunlich, dass du mit einer zusammen bist. Hä? Was ist hier los? Jetzt große Gruppenkonversation. Mio geht mal schnell ins Badezimmer. Oh, das ist mein Ex-Freund. Ich gehe mal in den besten Raum. Hallo. Hallo, Mio. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, alles Gute zum Geburtstag, mein kleines Enkelkind. Oh, sie sind ja voll die Granaten. Ich wusste gar nicht, dass meine Oma sind. Oh, danke schön. Das freut mich. Hallo, Leo. Schön, dass du auch da bist. Müssen wir hier im Klo miteinander reden? Ja, ich will jetzt nicht auf meine Ex-Freundin treffen und dir zum Geburtstag alles Gute wünschen. So, Ja, das ist ja sehr lieb von ihm. Ich bin extra hergeflogen aus Paris. Ey, müsst ihr hier im Badezimmer stehen? Ich müsste mal duschen. Könnt ihr mal hier rausgehen? Verdammt. Ja, ich gehe jetzt hier rum und fühle mich doof. Und, Okay, guck jetzt nicht nach hinten. Weißt du, da ist Mister, du weißt schon. Ja, nicht, dass ich ein Problem damit hätte. Dass er zum Geburtstag eingeladen wird, ist doch klar. Oh, ein Schmetterling.
So, bedeutet, die Party-People sind in der Hood. Sind die alle in der Hood? Fehlen noch ein paar? Oh, ich wollte gerade sagen, wo ist Opa? Da ist Opa. Opa kommt gerade die Treppe runter. Opa müssen wir auch noch Hallo sagen. Er muss Opa auch noch Hallo sagen. Sag mal Opa Hallo. Kennenlernen. Das ist der Opa. 3 Stunden mit einem bestimmten Kontakt knüpfen. Geburtstag sind ein Kompliment machen. Ne? Das können wir hinkriegen. Kompliment machen. Wieso ausschimpfen? Ah, gratulieren natürlich. Und Io, das Essen ist verdorben. Thorsten ist gerade unter der Dusche, ne? Du sollst Geburtstagskerzen hinzufügen. Wollen wir uns mal darum kümmern? Kompliment machen, das müssen wir doch irgendwie hinkriegen. Gratulieren ist einmal klar, auf jeden Fall gratulieren und so ist klar. Kompliment machen, was kann man denn noch machen? Von Herzen kommendes Kompliment machen. Wo war das mit von Herzen kommendes Kompliment machen? Dann kannst du das auch nochmal machen hier? Von Herzen kommendes Kompliment machen. Da. Das sitzt. Klappt jetzt. Gut. Und du kannst auch nochmal hier von Herzen kommendes Kompliment machen. Da. Was war das gerade? Was stand da gerade? Über Gehirnleistung reden. Warum auch nicht? Von Tortenschwärmen. Thorsten kann von Tortenschwärmen. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Das freut mich sehr. Dieser Geburtstag verspricht jetzt schon ein richtiger Erfolg zu werden. Ja, dann wollen wir vielleicht mal an den Kuchen gehen oder so. Ihr jetzt hier alle die Würstchen essen und sich daran satt essen. Ja, das wäre eine gute Idee. Wär gut. Ich habe übrigens voll die gute Schulnoten mit nach Hause gebracht zum Geburtstag. Das ist ja super, ey. Dann brennt ja mein Herz vor Freude. Also jetzt Kuchen. Ich habe nämlich langsam Kohldampf. Ja, ich auch. Okay, Hauptziel Kerzen ausblasen. Dann sollten wir das vielleicht mal tun. Kerzen auspusten. Du wirst älter, wenn du Kerzen auspustest, ne? Nee. So plötzlich geht das schon los. Halt, Moment. Ich möchte, dass alle dann bitte aber auch dahin gehen. Zusammen hier hingehen. Ich weiß nicht, wen wir da alles mitnehmen können, um zu sagen, zusammen hier hingehen. Mach einfach mal zusammen hier hingehen, alle zusammen hier hingehen. Und hier hingehen, weil wenn er jetzt die Kerzen auspustet, geht das ja ganz schnell. Oh ja, Mini. Ich bin gespannt. Darf ich mal? Ist mein Geburtstagskuchen. Da muss ich jetzt gerade mal... Yeah, fette Party! Wow, die Sonnenbrille, wow. Mio ist älter geworden. Teenager seien Liebesqualen, verschwitzte Sporthors und hormonelle Veränderungen warten. Steig am besten in die Stiefel, der Ritt beginnt hier. Bestreben wählen, na gut, das kann man auch jederzeit ändern. Ich weiß nicht, unser Mio... Bestreben, was passt denn zu ihm? Er ist ein Genie. Er könnte... Schneller Lerner, lernt Fähigkeiten schneller, Computerfreak, möchte alles über Computer wissen, vom Spielezocken hin bis zur Karriere. Könnte ich mir vorstellen, dass Mio ein cooler Geek wird. Mio wird ein cooler Geek, dafür braucht er das Merkmal Bro. Kann ich mir richtig gut vorstellen. What the fuck? Hat Haarfrisur? Entschuldigung. Dann wollen wir uns doch mal Mio genauer angucken. Hey, ich sehe jetzt voll gut aus. Ja, Mio, du siehst jetzt voll gut aus. Aber lasst uns das doch noch mal genauer begutachten mit dem... So, das ist deine Tarnung, ja? Wie siehst du denn ohne das aus? Du da gerade Make-up drauf? Sache. Ich meine, jedem, wie es gefällt, aber... Er sieht aus wie Papa, ne? Er sieht aus wie Papa. Mein Gott, du siehst aus wie Papa. Die Haarfrisur, ich weiß ja nicht. Das muss ja immer noch nach Mio aussehen. Und oh, eine Mio-Frisur. Was ist denn mal eine Mio-Frisur? Sehr weniger. Was wäre eine Mio-Frisur?
Das ist ein bisschen brav. Das hier ist eine Mio-Frisur. Schön frech, sieht jugendlich aus und sportlich. Und du, ja, die passenden Klamotten dazu wären für dich? Oh ja. In Ruhe. Klassiker oder hier so ein dunkelblau. Und dazu Jeans in blau und ganz normale Turnschuhe. Mensch, Mio, du siehst ja richtig gut aus. Oh mein Gott, der ist so der Papa. Guckt euch das an. Er sieht Thorsten so unglaublich ähnlich. Der Wahnsinn. Und das hier, ach, das waren die anderen Hautfarben, die ich mal installiert hatte. Einzelmädchenhaft. Ach, das ist die Zahnspange. Oh Gott, Mio mit Zahnspange, das ist ja so knuffig. Was ist das? Ach, das ist das rote Näschen. Ein Schatten unter den Augen. Das sind Sommersprossen. Oh Gott, mit Sommersprossen wäre Mio eigentlich auch voll knuffig. Das sind Face-Over-Texturen, aber für Frauen, wenn ich mich richtig erinnere. Sommersprossen wäre eigentlich voll süß. Oh Gott, du kannst Gesichtsbehaarung tragen. Klar, Teenager, spontaner Vollbart. Oh mein Gott! Vielleicht wäre eine coole Mütze was. Wenn es coole Mützen gibt. Alles nicht so ganz nach einer coolen Mütze aus. Mehr so ein Schlumpfding auf dem Kopf, ne? Du bist doch ganz schön gut gebaut. Du bist ja der coole Typ, ne? Nee, danke. Katzenohren. Wieder Papa. Bist du der Typ für eine Brille? Nee, ne? Oder Mio mit Brille? Oh, das steht ihm aber schon gut mit Brille. Damit er nicht ganz so sehr aussieht wie Thorsten, sonst verwechsel ich die beiden die ganze Zeit miteinander. Kriegst du jetzt eine Brille? Vielleicht verliert ihr die später wieder, weil er die Dioptrien nicht mehr braucht oder so. Na, das ist doch, das ist im Bereich des Möglichen. Was war das alles? Ach, das waren Wimpern. Das hier sind die coolen Augen. Gibt's die auch in komplett braun? Mag die Augen halt total gerne. Sehen halt so lebendig aus, ne, im Vergleich zu denen. Wobei es halt, dass hier so Standardaugen halt dann sind. Da gibt es auch noch die hier, aber die sind so ein bisschen gruselig. Weiß ich nicht. Mir gefällt das eigentlich ganz gut. Und ich finde es auch mit der Brille ganz knuffig. Ja, das sind halt Alltagsklamotten. Was das ist seine Abendbekleidung. Eine Abendbekleidung ist... Nein. Nein. Deine Abendbekleidung. Das ist deine Abendbekleidung. Genau. No. So, das sieht doch gut aus. Sportbekleidung. Jo, passt. Nachtwäsche, passt. Ach, komm schon. Das soll deine Partyklamotte sein. Ich glaube, es geht los. Das ist ein bisschen zu leger. Das hier als Partyklamotte in Rot. Dazu so eine Flickenhose, damit es ein bisschen cool aussieht. Und das ist dann deine Schwimmbekleidung. Und das kannst du weglassen. Und die Ohrringe auch. Und wieso hast du da immer Make-up? Er hat das... Er ist dann halb... Das ist so ein bisschen Pseudo-Gothic-Style gerade gewesen. Aber das geht einfach nicht. Das ist dann nicht... Das ist dann nicht Mio. Ich will das... Das muss doch Mio sein. Tut mir leid, aber das geht dann halt einfach nicht. Dann bleiben wir hier einfach bei einer dunklen Brille, sonst suche ich mir jedes Mal die Brillenfarbe dumm und dämlich. Also ein bisschen Muskeln zulegen kann der Herr dann aber schon. Also ich finde es merkwürdig, dass man in dieser Tarnung ändern einfach auch so alles an sich ändern kann. Poppes. Wie war der jetzt? So war der jetzt, ne? Alles gut. Alles gut. Alles gut, alles cool. Ach, das ist unser Mio. Ich finde, der sieht aus wie ein Mio. Ach, ist das super. Und der grüne Blobbel dreht sich. Oh, es ist aber schön. Jetzt haben wir einen Teenager zu Hause. Ach du Schreck, das kann ja was werden. Hat man nicht eigentlich auch Chloe eingeladen? Und wir müssen dann mal zu dem Mangold switchen, weil sie muss ja auch ein Teenager werden. Ich möchte, dass er nämlich seinen Freundeskreis behält. Dann müssen Mios Kumpels halt auch älter werden. Hey, cool, ich bin größer geworden. Ist ja... Mann, cool. Kann ich jetzt einen Kaffee trinken? Ich würde gerne Kaffee trinken. Papa, guck mal, ich bin erwachsen. Wer hier? Gratulieren, genau. Gratulieren. Jetzt wird hier gratuliert. Oh, da unten wird jetzt...
gespielt noch mit Robotern und so. Ey, du bist ja richtig gut geraten, mein Sohn. Gefällt mir, schön. Ja, Mensch. Und das mit den besten Noten. Mh, Kuchen, großartig. So, ja, dann muss jetzt jeder hier Kuchen essen. Dann sollten wir auch mit dem Hauptziel hier fertig sein. Das ist ja cool. Ja, alles, wo steckt denn der ganze Rest? Okay, hingelaufen? Oh, und am Zocken. Hör doch mal, wird gerade Geburtstag gefeiert. Da kannst du nicht zocken gehen oder so. Das kannst du nicht bringen. Jetzt war sie nur von Leo geflüchtet, aber ist er tatsächlich hinterhergelaufen. Gehen die alle nach da oben zum Zocken wahrscheinlich. Sims gehen immer überall nur zocken. Zocken, zocken, zocken. Hier kannst du nicht auch mal, oh, Oma scheint nicht so toll zu sein. Gratulieren gehen wäre doch voll gut. Aber wie sieht's aus? Willst du Sport machen? Ich meine. Also ich hätte jetzt eher Appetit auf so ein Grill-Sandwich mit Käse. Boah. Mann, aber der Kuchen ist auch nicht übel. Hey Mann, ich kann jetzt leider kein Auto zum Geburtstag kaufen, ne? Musst du noch ein bisschen warten, bis das Add-on rauskommt. Aber ich könnte dir so einen Baseball-Handschuh kaufen. Ah, das musst du nicht. Also ich finde jetzt super, dass du jetzt so ein Mini-Thorsten geworden bist. Voll süß aus. Muss sagen, sehr gut aussehende Familie. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Ey, cool, danke. Ich hoffe mal, dass meine von was weiß ich nicht wo eingeflogenen Großeltern zufrieden mit uns sind. Ach, bestimmt. Ansonsten machen wir ein Grill-Sandwich. Okay, wir haben unser Goldziel erreicht. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Wird Party gemacht. Leo hat sich an den Computer gesetzt. Hier wird Konversation betrieben. Er betreibt halt Vermeidungstaktiken, ne? Ja, aber es ist trotzdem auch schön, wieder hier zu sein, ne? In der alten Bude, wo ich die ganze Zeit gelebt habe und so. Und überhaupt. Ich will hier nur weg. Alter, der mag seine Oma nicht. Hör mal auf, dich mit deiner Oma zu streiten. Entschuldige dich jetzt bei deiner Oma und bei deinem Opa. Alter. Oh mein Leid. Über Spielzeug reden. Comicbuch zitieren. Über Träume reden. Über Lieblingstier reden. Lieblingsband. Interessen. Interessen. Kennenlernen. Seid gefälligst nett zueinander. Weißt du, Oma, ich bin halt ein bisschen böse manchmal. Ja, das ist nicht schlimm. Das hast du bestimmt von deiner Mama, ganz bestimmt nicht von meinem süßen kleinen Sohn. Der ist nämlich schon ein kleiner Engel gewesen. Immer nur, ich mag gerne anderen Leuten Käfer in die Unterwäsche zu stopfen. Weißt du? Bin ich voll lustig. Und ich mag Musik. Musik ist toll. Magst du auch Musik? Also ich will mal Musiker werden. Ja, damit kann man aber nicht sehr viel Geld verdienen. Muss ich sagen, aus eigener Erfahrung. Du solltest versuchen, einen anständigen Job zu finden. Oder bin ich Panzerfahrer? Ich bin so Panzerfahrer, so mit Panzern. Was? Ja, schön, Panzerfahrer. Klingt lustig. Über Schule reden, Süßigkeiten schwärmen, Interessen reden. Ihr seid jetzt mal voll nett zueinander. Yuki hat sich in Whirlpool verabschiedet. Oh, sie ist schon wieder müde und fertig. Ist auch besser, du entspannst dich und weichst Leo ein bisschen aus. Aber er gehört halt nun mal ja auch zur Familie dazu. Kann man ja schlecht ausladen. Oh, Sarah hat ihren Computer geschrottet. Hat wieder eine unanständige Geschichte geschrieben oder sowas. 21 Uhr, verdammt spät inzwischen. Oh. Ist Mio mal spontan baden gegangen. Kennst du Papa wirklich? Also Mama, Papa, Mama, also ihr wisst schon. Hier wird über Dinosaurier geredet. Thorsten muss mal dringend auf die Toilette. Scheint sich auf jeden Fall hier mit allen... Happy Birthday, jemand eine hübsche neue Kommode in deinem Haushaltsinventar platziert. Vielleicht soll das ein Wink sein, dich deinem neuen Alter entsprechend zu kleiden. Sehr gut. Oh, jetzt geht alles sehr gut. Ja, ich verschwinde, mein Lieber. Ich konnte zwar nicht großartig was ausrichten, aber Hauptsache ich bin hier weg. Ja gut, dann kann Yuki auch wieder das machen, worauf sie Lust hat. Wobei das mit dem Whirlpool ist doch eigentlich eine ganz gute Idee hier. Das ist mal.
Möchte ich jetzt ins Bett gehen, ja? Ach, ihr legt euch mal wieder alle nicht in die Betten, die für euch vorgesehen sind. Schlafen? Du auch. Schlafen und ihr dürft in das neue alte Haus reisen. Und zwar Theodor und Mikisch und Mio. Mann, er ist groß geworden. Das ist so großartig. Gut. Dann machen wir uns mal auf in die neue Wohnung. Ehe hier alle in die Betten gehen, in die sie nicht sollen. In die neue alte Wohnung und die Zimmer einrichten müssen wir ja nicht großartig. Na, da ist ja schon alles in Ordnung. Da kann Mio ja schon schlafen in seinem Weltraumzimmer. Boah, ich würde halt, also wenn Mio halt erwachsen wird, würde ich schon sehr gerne halt auch dann sowas starten, wie halt so ein bisschen so WG-mäßig. Ein bisschen, keine Ahnung. Ich mag zum Beispiel dieses WG-Feeling von The Big Bang Theory total gerne. Sowas hätte ich ja gerne wieder. Was wir jetzt haben, sind halt viele Familien und immer erwachsen werdendere Sims. Ich vermisse so ein bisschen das WG-Leben, was wir vorher hatten. Aber wir haben noch so einiges vor uns. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir uns da mal einer anderen Geschichte widmen können. Ich kann auch nicht zwei parallel laufen lassen. Es ist einfach nicht koordinierbar. Okay. Hier, wie war das noch? Um sich kümmern. Um sich kümmern. Und Thorsten kann sich mal hier hinsetzen. Mikesh setzt sich daneben. Theodor muss aufs Klo und dann schlafen. Und oh, Mio hat zwar Geburtstag, aber nicht viel Spaß. Dann, oh, weißt du, jetzt weiß ich, was ich Mio zum Geburtstag schenke. Eine neue Kommode bekommen. Die ist jetzt aber nicht so, dass ich mir denke, ui, toll. Muss da jetzt nicht unbedingt sein. Weißt du, was ich dir zum Geburtstag schenke? Ich brauche ein bisschen Geld. 6. Okay. Danke. Und zwar ein Computer. Muss doch immer noch seine Hausaufgaben machen, aber hey. Wieso sind die beide? Achso, Version 2. Nehmen wir mal Version 2. Nehmen wir den mal hier in Blau, den Laptop. Achso, das ist nicht genügend Platz hier, ne? Sehr gut. Kann ich das jetzt hier noch irgendwo platzieren? Huch. Immerhin. Nein. Sehr gut. Dann kannst du nämlich jetzt noch ein bisschen spielen. Job suchen. Gott, jetzt schon Job suchen. Nein. Kontakte knüpfen. Brieffreunde. Chatten mit. Wen kennen wir denn eigentlich alles? Ja, Amanda Mangold, die müssen wir auch noch altern lassen. Sammy Stanson auch noch. Und mit dem haben wir uns ja angefreundet. Sollten wir in Zukunft mal in Angriff nehmen. Wir können aber ein bisschen mit Amanda chatten. Weil die hat dann ihren Geburtstag halt sehr zeitnah. Ja, auf jeden Fall, dass er seine Freunde halt beibehält. Oh, ich muss mal aufs Klo. Ich muss mal aufs Klo. Frag mich immer noch, ob wir Theodor auch einen französischen Akzent ansetzen sollen, weil er immer seinen Papa nachmacht. Aber das spricht man ja eigentlich nur, wenn man ursprünglich dann, ne, das nicht als Muttersprache hat. Er klingt dann halt ein bisschen höher und quietschiger, aber dafür nicht so sprachfehlerig, wie das Mio noch hatte. Die zwei sehen sich so ähnlich, das ist so unglaublich. So, perfekt. Ihr habt euch da aufs Bett gepflegt. Dann könnt ihr das machen, was Eltern am Abend so machen, wenn sie einen angenehmen Tag hatten. Sich ein bisschen näher kommen. Oh, das ist bestimmt was total Unanständiges. Das ist mal. So, hallo liebe Amanda. Heute war mein Geburtstag. Er war total super. Schade, dass du nicht kommen konntest, weil Papa deine Handynummer nicht hatte. Und weil er die Mangolds nicht leiden kann. Wieso eigentlich nicht? Verstehe ich gar nicht. Bin ja eigentlich voll nett. Die ganze Familie ist voll super. Ach, großartig. Steigt der Spaß damit eigentlich? Nicht wirklich. Du könntest ja vielleicht noch ein paar Spiele spielen. Sims Forever klingt doch lustig. Ich sag mal gute Nacht.
im Chat und dann gehst du Sims Forever spielen noch ein bisschen. Und dann schlafen. Und dann wären wir... Dann wären wir mit dem Geburtstagsabenteuer fertig. Ich hatte ja so ein bisschen Angst, was passiert, wenn wir Leo einladen, dass dann Yuki vielleicht irgendwie am Rad dreht oder so. Aber hat sich alles zum Guten gewandt. Mit Charles haben wir uns nicht großartig angefreundet. Ich weiß gar nicht, das ist immer noch, das steht immer noch hier auf. Ja, also der Balken ist einfach halt verschwunden, quasi. Immer noch bekannter, liebende Seelenverwandte, böse Romanze heißt es trotzdem noch, weil es halt einfach nicht so klappt. Und bei den beiden hier ist es so, einfach nur gute Freund. Alter, das ist so Friendzone, das ist so fies. Und denen haben wir einfach mal irgendwie, ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Herrn Boot wollten. Ja, und auch hier müssen wir uns wohl mal noch ein bisschen mehr mit den Eltern anfreunden, ja? Ja, schließlich unser Schwiegervater in Spe. Und er ist auch nicht mit seiner Mutter direkt enger befreundet. Das ist irgendwie voll creepy. Wer ist das denn? Cassandra Grusel. Ach, wir sind mit dem Grusels befreundet? Das ist mir neu. Ich muss jetzt erstmal gleich auf die Toilette. Oh, ist schon spät. Hat irgendjemand von euch daran gedacht, seine Hausaufgaben zu machen? Nein, dann machst du das jetzt noch. Da hast du jetzt gefälligst Spaß bei. Und auch du hast nicht daran da gedacht, deine Hausaufgaben zu machen. Ne? Ist leid, aber musst du noch mal aufstehen und deine Hausaufgaben machen. Draußen am Tisch. Beide draußen schön am Tisch. Ja, das geht doch. Können wir zusammen Hausaufgaben machen. Na, kleiner Bruder? Wollen wir schön zusammen Hausaufgaben machen hier? Oh Gott, ich habe viel dickeres Buch als du bekommen. Tja, so ist das halt. Du bist aber ganz schön schnell groß geworden. Werde ich auch bald so schnell groß? Nee, das dauert noch ein bisschen. Ah, schön, der große Bruder zu sein. Und dir über den Kopf zu wuscheln. Und deine Spielsachen zu verstecken. Und andere böse Dinge, die man als großer Bruder machen kann. Das ist aber nicht nett. Ah, das war doch nur ein Scherz. Wir Aliens müssen zusammenhalten. Was sind eigentlich unsere wirklich richtigen Eltern? Das weiß ich auch leider nicht. Aber das kann man bestimmt herausfinden, auf wissenschaftlicher Basis vielleicht. Kann ich ja mich damit ein bisschen beschäftigen, das Schulteleskop benutzen oder sowas. Okay, ja cool, weil ich meine, klar, Mama und Papa habe ich beide voll lieb und so. Na, aber... Oh, ich habe die Aufgabe gelöst. Na, was macht ihr noch hier draußen? Naja, Hausaufgaben halt. Oh, kommen noch die Fledermäuse und wollen euch auffressen und Batman und... Tolles Chaos! Und dann kommt ein Frosch und will uns... alle töten. Und dann explodiert er und... Papa, diese Geschichten waren lustig, als ich noch klein war. Ey, jetzt nur weil du gealtert bist, kann das ja hier nicht... Das ist ja eine Unverschämtheit. Du wirst doch nur von Hausaufgaben machen abhalten. Um fast 1 Uhr nachts! Ihr seid doch bekloppt! Da hat sich Mikesh in die Kissen gepackt. Gehst auch dahin und schläfst jetzt. So, wenn du damit fertig bist, kannst du auch schlafen, wenn... damit fertig. Kannst du auch schlafen. Und ich sag jetzt erstmal tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Sims 4. Danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren und Bewerten. Ah, oh, die Herbstblätter, die da fallen, das sieht schön aus. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich sehe das. Okay, bye bye.